Ahoi von der Mein Schiff 1 von TUI Cruises. Wir gucken uns eine ganz interessante Kabine an, wie ich finde. Und zwar ist das eine Junior Suite. Insofern interessant, ja, weil die ist natürlich noch so einigermaßen bezahlbar. Es ist logischerweise der günstigste Suitentyp. Dafür ist es wirklich eine nette Kabine. Und ich habe ja den Vorteil bei TUI Cruises, dass ich zum Beispiel in die X-Lounge kostenlos komme, dass ich kostenloses Internet habe. Und. Also wirklich, ja, ganz gute Geschichte. Aber jetzt schauen wir es mal im Detail, die Junior Suite, an. So, also, es ist wirklich erheblich großzügiger als hier in einer ganz normalen Kabine. Ich habe hier einmal das Bett für zwei Personen und wir sehen, das ist hier irgendwie schon von der Aufmachung her sehr hochwertig, hier nämlich mit Marmor auf den Nachttischen beispielsweise. Also ja, da bekommt man tatsächlich schon mal mehr auch von der Atmosphäre für sein Geld. Ja, und wir sehen, guck mal, wie groß das wirklich im Vergleich ist. Hier können nun, wenn man das möchte, Personen 3 und 4 übernachten auf diesem Sofa. Das kann dann der Kabinen-Steward am Abend umbauen. Ja, hier haben wir einen Schreibtisch und hier sogar mit einem Sessel. Nicht nur so ein Schemel, wie das in den einfacheren Kabinen der Fall ist, sondern tatsächlich ein Sessel. Hier sehen wir schon, sind Servietten, weil dann auch so, ich glaube, es sind kleine Snacks, die man hier serviert bekommt. Ja, auch der Schreibtisch aus Marmor tatsächlich, also wirklich alles ein edleres Ambiente. Hier ist der Haartrockner und ich habe die typische Nespresso-Maschine bei TUI Cruises, wobei da ist hier eine etwas neuere. Das ist das neueste Modell eigentlich. Ansonsten gibt es hier auf den Kabinen in den niedrigen Kategorien nur ein etwas älteres Modell. Das tut aber dem Kaffee keinen Abbruch. Der schmeckt wie immer bei Nespresso wirklich gut. Eine Kabine am Tag gibt es kostenlos pro Reisen, denn sozusagen jede weitere kostet 1 Euro. Man kann die aber auch genauso von zu Hause aus mitbringen. Was auch auffällt, der Fernseher hier in der Junior Suite ist deutlich größer. Ja, und man kann den hier tatsächlich auch bewegen, ja, wenn man sagt so, okay, man liegt im Bett. So, ja, würde man das entsprechend, dann würde man den Fernseher ein bisschen verschieben. Was ist das da drunter? Kein Videorekorder oder so? Nein, das ist eine Xbox. Ja, ideal, wenn ihr Kids dabei habt. Und wenn man dann spielen möchte, kann man sich auf diese beiden Schemel setzen. So, ja. Gut, das war also hier der Schlafbereich. So, den Fernseher schiebe ich mal wieder zurück. Jetzt gucken wir uns mal die Veranda an. Ja, die natürlich auch wirklich angenehm groß ist. Guck mal, hier haben wir dann zum Beispiel auch mal jetzt einen richtigen hohen Tisch. Ja, bei den kleineren Kabinen der niedrigeren Kategorien, da habe ich ja immer nur dieses kleine Beistelltischchen oder zumindest so eins in der Art. Ich habe eine Liege hier, ich habe die Hängematte, ich habe zwei Stühle. Jetzt wollen wir hier nochmal gucken, was habe ich hier eigentlich für einen Blick. Das Deck darüber geht sozusagen bis an dieser Stelle. Also Sonne von oben habe ich auf diesem ganzen Bereich. Ich kann dann hier wirklich super nach hinten rausgucken. Das ist also wirklich ganz, ganz toll. Ist halt bei dieser Kabine hier diese spezielle Position an diesem Knick hier sozusagen. Und hier kann ich natürlich dann auch so ein bisschen nach vorne rausgucken. Und ich kann, ja nochmal, jetzt geht es nochmal nach oben, tatsächlich auch den Schornstein sehen. Ja, muss man natürlich immer hoffen, dass der Wind nicht so ungünstig ist, dass man dann hier irgendwie Dreck auf dem Balkon hat. Aber selbst dieser Dreck wird dann natürlich auch gereinigt vom Kabinen-Steward. So, wir gehen wieder rein. Was liegt da übrigens auf dem Bett? Das ist das Tagesprogramm, das man natürlich jeden Tag auf die Kabine bekommt, damit man weiß, was so passiert. Ja, hier vorne sind einmal die Schränke, der Safe und natürlich auch die Life Vests, also die Schwimmwesten. Guck mal, hier gibt es sogar, man sieht, man ist in einer Junior Suite, gibt es einen Schuhanzieher beispielsweise. Und was ist das hier? Das ist so zum Schuheputzen, gibt es natürlich auch. Also das ist auch etwas mehr als in den gewöhnlichen Kabinen. Und es gibt hier auch, das hat man sonst auch nicht, Regenschirme. So, ja, die Bademäntel allerdings und die warmen Decken für etwas kältere Tage, wenn man draußen sich einmummeln möchte, die gibt es ja auch auf den anderen Kabinen. So, ja, hier vor der Nasszelle ist nochmal so ein extra Bereich mit weiterem Stauraum. Ja,
da ist nichts Besonderes. Aber auf der anderen Seite, da haben wir dann die Minibar. Und die ist bei einer Junior Suite auch im Preis enthalten. Also da fehlt dann die Preisliste. Dafür kann ich dann trinken, was ich möchte. Auch hier Cognac und Rotwein oder was auch immer. So, wir kommen ins Bad. Sieht auch ein bisschen anders aus, ja, als in den einfacheren Kategorien. Ihr seht, das ist wieder... Ja, ist das Marmor? Also ich als Laie würde das mal alles als Marmor identifizieren. Und ich habe eine Badewanne. Ja, gut. Da kann ich dann also gemütlich liegen. Die hat auch so auf den ersten Blick eine ganz normale Größe. An den Seiten hat die dann noch so Massagedüsen oder so. Also das ist wirklich schon, macht ehrlich gesagt alles einen deutlich luxuriöseren Eindruck als noch in der Standardkabine. Und ja, im Verhältnis ist die Junior Suite meistens ja nicht so viel teurer. Und ich habe hier ja dann nicht nur meine einfachen Pflegeprodukte, sondern habe dann hier auch von Bogner so ein bisschen hochwertigere Sachen, ne? Also Shampoo, Conditioner, Body Lotion, so zwei verschiedene Sorten hier an Dingen. Also das ist schon wirklich deutlich als hochwertiger erkennbar. Ja, also wirklich, ich denke, ein ganz interessanter Kabinentyp für alle, die ein bisschen mehr wollen, eben diese Junior Suite. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und weitere Videos habe ich noch verlinkt über TUI Cruises und mein Schiff. Also da sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.